das Big Band Show Orchester Sigi Stehle. Liebe Zuschauer, seit 4 Jahren gibt es die Talkshow, aber ich bin noch nie gestolpert auf den 13 Stufen, die hier hochführen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Humpis der Talk. Heute möchte ich Ihnen jemand vorstellen, der eigentlich bekannt ist wie ein bunter Hund, aber noch nie in einer Talkshow war. Sein Name ist Chris Fleischhauer, er ist Moderator bei Regio TV und seit wenigen Wochen Deutschlands erste männliche Lottofee. Täglich ab 18 Uhr heißt es. Willkommen zum Journal, schön, dass Sie dabei sind. Chris Fleischhauer ist Programmchef, Moderator und Chefredakteur des Nachrichtenformats Das Journal bei Regio TV Stuttgart. Als erster Mann in der deutschen Lottogeschichte moderiert er seit 2013 außerdem die Internetziehung der Lottozahlen. Zum Fernsehen kam der 31-Jährige als Quereinsteiger. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann begann er mit 23 seine Karriere als Moderator bei Regio TV in Stuttgart. Wenn er nicht gerade vor der Kamera steht, sorgen seine Laufschuhe für den passenden Ausgleich. Fleischhauer ist begeisterter Läufer und meisterte mit Bravour den alljährlichen Halbmarathon. Und damit ganz herzlich willkommen zu Humpis der Talk, Chris Fleischhauer. Schön, dass du da bist unter Kollegen. Ich freue mich. Wir haben gerade unten noch gewitzelt, da ist noch keiner gestolpert. Und dann, ja. Ich habe gerade versucht, das hin. Nachzumachen, ich habe es nicht geschafft. Ja. Sag mal, ich habe vorher im Internet gegoogelt, du bist Deutschlands erste männliche Lottofee. Feen sind geisterhafte, in feinen Stoffen gebildete, mit höheren Kräften begabte weibliche und männliche Fabelwesen. Bist du ein solches Fabelwesen, dass hier Feen gleich hochgeschwebt ist? Immer. Ja, also der Begriff ist natürlich, also es gibt mittlerweile auch Universitäten, die das nachgeforscht haben, ob Lottofee auch männlich funktioniert oder nicht. Und es ist aber ein Professor ist letztendlich darauf gekommen, der dann nochmal nachgeguckt hat und gesagt, also Lottofee geht männlich und weiblich. Das war für die Bild-Zeitung, war das überaus ganz interessant. Ja, ganz entscheidend. Da machen die 5 Stories an 5 Tagen draus, oder? So ähnlich. Und, und seitdem ist dann auch Ruhe. Aber es gab relativ viel in den Zeitungen und auch bei Radiosendern, die letztendlich selbst dann da Sachen draus gemacht haben, Aktionen, dass die Leute anrufen sollten, um nachzugucken, was jetzt da der richtige Begriff wäre. Also da waren Sachen auch wie Lotto-Troll oder auch Fleischbällchen, ne? So, solche Geschichten. Also ich habe gefunden, Lotto-Troll, ja? In Skandinavien wärst du ein Lotto-Troll. Ja. Da gefällt mir viel ehrlich gesagt besser, die auch wahrscheinlich. Mhm. Ja. Jetzt erzähl mal, du bist bei Regio TV Stuttgart, du bist quasi mein Pendant in Stuttgart, als Nachrichtensprecher und Programmchef. Wie kommt man jetzt zur ARD? Wie wird man männliche Lottofee, die erste Deutsche? Eigentlich relativ einfach, also so wie das, glaube ich, auch bei vielen Moderatoren funktioniert. Also wenn man mehr will als nur Regionalfernsehen, weil irgendwann will man ja dann vielleicht auch ein bisschen was anderes. Mittlerweile mache ich das ja auch schon 8 Jahre. Dann legt man sich ein Management zu, also ohne das funktioniert es auch gar nicht mehr. Und die haben dann die Kontakte zu den Sendern letztendlich und die bekommen auch mit, wenn irgendwo jemand gesucht wird. Also selbst kriegt man das ja gar nicht mit. Und dann kam quasi der Anruf, also man hat auch ganz gezielt danach geguckt in Deutschland. Wonach? Nach Feen? Nach Feen, ja. Und Lotto war im Prinzip auch klar, dass es ein Mann sein soll. Und demnach hat man dann auch schon geguckt, wer da passen könnte. Und dann kam auch ganz gezielt der Anruf. Und ich habe erst gedacht, also als meine Agentin anrief und sagt, du, die suchen eine Lottofee, dann habe ich gesagt, ja, verstehen Sie Spaß. Leg wieder auf, ruf nochmal an. Genau. Ja. Und dann habe ich aber länger darüber nachgedacht und habe dann gesagt, ich mache das mal. Also da muss man ja dann zu einem Casting fahren und muss dann das Casting machen. Und bei dem Casting musste ich tatsächlich also eine komplette Lottoziehung durchmoderieren, damit die sehen, dass das passt. Und offensichtlich hat es dann wohl so gepasst, dass dann, glaube ich, einen Tag später kam dann schon der Anruf, dass sie es gern wollen. Du hast ja gesagt, du bist seit 8 Jahren auch Moderator vor der Kamera, hast viele 1000 Sendungen schon gemacht. Ist dann die Lottozahlen moderieren noch eine Herausforderung intellektuell? Oder, Ich glaube mittlerweile mehr die Herausforderung ist, glaube ich, sich jedes Mal was Neues einfallen zu lassen. Also, oder bis ich das dann übernommen habe, war ja die Lottoziehung recht
Stereotyp. Ja, recht eintönig. Und also es ist ja nicht wirklich viel passiert, außer dass gesagt wurde, die 5 und die 13. Und die Herausforderung war ja, es komplett irgendwie anders zu machen. Und man wollte ja dann auch die Zeit nutzen, auch während der Ziehung, weil das ja doch eine recht lange Zeit ist, um das dann auch mit Informationen, mit Geschichten oder sowas zu füllen. Und das ist jetzt mehr so, also nicht die Moderation, sondern ich glaube, jetzt ist gerade mehr so die Herausforderung, immer weiter auch Themen zu finden, um jedes Mal auch irgendwas Neues erzählen zu können. Zweimal die Woche, ja. Zweimal was erzählen. Du hast eine quasi Co-Moderatorin, ihr wechselt euch also ab, Mann, Frau. Das ist ja eine ganz beliebte Muster. Ihr zeichnet es in Saarbrücken auf, das heißt, bisher war das beim... Wir senden live. Beim Hessischen Rundfunk und jetzt, nee, ihr seid natürlich live drauf, ganz klar. Ja, also im Internet. Jetzt im Internet, genau. Also man hat ja aus bestimmten internen Gründen hat man das ja erstmal aus dem Fernsehen rausgenommen und jetzt senden wir gerade im Internet. Wie sich das entwickelt, wird man sehen. Da kann ich nicht wirklich viel dazu sagen. Okay, aber also es gibt interne Sachen, die willst du nicht erzählen. Und, ja. Okay. Früher war das jahrzehntelang, glaube ich, beim Hessischen Rundfunk. Mit Franziska Reichenbacher war die letzte. Ich glaube, Karin Tietze-Ludwig war in den 50er Jahren die erste. Ja. Jetzt bist du es. Wie ist es Saarbrücken geworden? Wie ist das zum Saarländischen Rundfunk gekommen? Das ging einfach, also die dritten Programme konnten sich ja auf die Ausschreibung bewerben, also wer das letztendlich übernehmen soll. Und die mussten auch komplette Konzepte vorlegen, also wie die Sendung auch anders werden soll. Das war ja so ein bisschen die große Herausforderung, es anders zu machen, es jünger zu machen. Und da hatte der Saarländische Rundfunk offensichtlich das beste Konzept, sodass die dann auch den Zuschlag bekommen haben. Und seitdem ist es da, in deiner Heimat. In meiner ehemaligen Heimat, da habe ich meine Anfänge gehabt beim Saarländischen Rundfunk, das ist richtig. Wie läuft jetzt diese Sendung ab in der Vorbereitung und wie wird sie durchgezogen? Also ich schreibe meine Moderation, also ich denke mir dann selbst Sachen aus und dann gehen wir das quasi so ein bisschen durch und dann wird hier und da vielleicht noch ein bisschen was geändert und dann habe ich eigentlich meinen Text, den ich dann ohne Prompter, also wir promptern ja bei uns hier im Studio relativ viel, weil das bei den Nachrichten ja relativ schwierig ist, das irgendwo ohne irgendwelche Hilfsmittel zu machen. Und da mache ich es dann einfach ohne, weil ich es freier einfach schöner finde. Und ich komme dann einfach hin und wir proben dann zweimal durch, was eher für die Mitarbeiter von Lotto äußerst wichtig ist, die ja dort immer sitzen und das alles überwachen. Also da sitzen ja unheimlich viele Leute im Studio, was man ja sonst, glaube ich, gar nicht so richtig weiß. Und dann geht es eigentlich schon los. Ne? Also dann wird ja vorher noch die Super 6 gezogen, weil die Maschine steht auch im Studio. Und nach der Ziehung der Super 6 läuft dann ein Countdown und dann geht es mittwochs 18:25, samstags 19:25. Im Internet? Live. Dann live ins Internet, okay. Ja. Okay. Also du musst immer sagen, alle Angaben ohne Gewähr? Nee, muss ich nicht sagen. Musst du nicht sagen? Nee, ich habe eingeblendet. Ich habe auch den Satz, den es früher immer gab, da gab es ja irgendwie, der Aufsichtsbeamte hat sich vom ordnungsgemäßen Zustand der 49 Kugeln und des Ziehungsgerätes überzeugt, sage ich auch nicht mehr. Also ich sage es jetzt anders. Kannst du mal so eine klassische Begrüßung, wie du es jetzt machst, vielleicht hier bei unseren Zuschauern sagen? Herzlich willkommen zu den... Ich sage dann ja mal herzlich willkommen zur Ziehung 6 aus 49 im Samstagslotto live aus Saarbrücken. Und dann fange ich quasi schon an, meine Geschichten zu erzählen. Also was sind das für Geschichten? Das ist unterschiedlich. Also ich erzähle manchmal so was über gewisse Statistiken. Manchmal gewähre ich auch den Zuschauern, das habe ich auch schon mal gemacht, einen Blick hinter die Kulissen, sodass man auch mittlerweile Social Media, also auch Facebook mit einbindet, weil auch die Fangruppe auf Facebook wächst so nach und nach. Und die Leute sind einfach heiß drauf, auch zu erfahren, was passiert eigentlich noch dahinter. Und dann habe ich dann auch mal so erklärt, wer da alles mit im Studio sitzt und auch mit, was es mit dem Aufsichtsbeamten auf sich hat, weil die auch wirklich alle im Studio sitzen und das sehr kritisch überwachen alles und den Koffer dann reinbringen und dann wird das Siegel gelöst und dann werden die Kugeln reingelegt, dann darf ich die Kugeln sowieso nicht anfassen. Und, weil du unwürdig bist. Weil ich, ja genau. Und ja, und dann geht es eigentlich... sehr strikt seinen Gang. Mhm. Und die werden danach auch gleich wieder wegverpackt. Du hast ein relativ großes Medienecho gehabt. Die Bild-Zeitung hat das, glaube ich, über Wochen gezogen, sagt man das Thema. Andere sind auch drauf aufgesprungen. Spiegel Online, ich habe das überall über dich gelesen. Was war denn so die größte Berichterstattung, die über dich gelaufen ist? Ach, das Größte war, glaube ich,
Also es haben sowieso alle berichtet. Ne? Also es war ja die Pressekonferenz an einem Freitag und da ist ja so ein bisschen die Bombe geplatzt, weil man hat das hier sehr geheim gehalten und dann hat man plötzlich in allen Tageszeitungen gestanden. Ich bin ja am Samstag dann hier in Stuttgart zum Bahnhof gefahren und habe dann erstmal Tageszeitungen gekauft und wenn man sich dann halt auf den Titelseiten sieht, ist es schon was Komisches, weil man das ja selbst nicht gewohnt war. Das fing schon an bei der Pressekonferenz, weil du kennst das ja auch eher von der anderen Seite und wenn man dann plötzlich vor so einer Pressemeute steht und alle wollen irgendwie was wissen und fotografieren und man muss Interviews geben, ist es halt schon was Komisches. Genau, man führt die Interviews nicht, sondern man gibt sie, das ist schon. Ne? Und deswegen war es so der erste Moment, als die Zeitungen voll waren, die normalen Tageszeitungen und dann, ich glaube, die größere Geschichte war dann die Bild-Zeitung, die das dann sonntags auf der Titelseite hatte, als es die ein oder andere krumme Bemerkung gab bezüglich der Lottofee. Ja. Also gibt es auch, hat es halt immer. Das heißt, krumme Bemerkung, du hast natürlich eine eigene Homepage, du hast ein Facebook-Profil. So wie ich das verfolgt habe, als dein Facebook-Freund auch, ist da relativ viel passiert. Kannst du da ein bisschen Einblick geben, was da gelaufen ist? Also es gab unheimlich viel Zuspruch. Also muss ich mal wirklich ganz ehrlich sagen, also es gab unheimlich viele Leute, die gesagt haben, es wird endlich mal Zeit und sie freuen sich. Und auch nach der ersten Sendung habe ich dann halt viel Feedback bekommen, die das jetzt einfach besser und erfrischender und moderner finden. Und es gibt aber auch immer wieder Leute, die meinen, sie müssten irgendwo ihre Meinung loswerden. Und man sollte sowas eigentlich nicht kommentieren. Auch da macht man dann so nach und nach seine Erfahrung, wenn man plötzlich so extrem in der Öffentlichkeit steht. Man war es so ein bisschen lokal gewohnt, aber wenn es dann plötzlich bundesweit ist, ist es ja nochmal was anderes. Und auch mit der Funktion, die mittlerweile viele Zeitungen bieten, dass man Kommentare drunter schreiben kann oder dann letztendlich auch auf der eigenen Facebook-Seite, kommen dann so manche Dinge an, die dann halt teilweise wirklich unter der Gürtellinie sind und gefundenes Fressen für die Bild-Zeitung. Und dann haben das halt quasi dann hochgespielt und dann stand quasi auf der Titelseite Facebook-Mobbing gegen den neuen Lotto-Star. Fand ich toll. Das ist ja schon interessant, dass du bist ja nicht Barack Obama, der irgendwie das Weiße Haus zum zweiten Mal erobern will. Der war, glaube ich, mit mir auf der Titelseite. Ja. Und Sabine Lesicki, die in Wimbledon verloren hatte. Meine nächsten beiden Gäste sind Horst Mori und Silvia Mohn. Sie haben ein großes Radsport-Event seit mehreren Jahren initiiert. Die Tour for Kids, die unter anderem von Bozen bis nach Ravensburg nonstop in einem Rutsch durchgeht. 380 Kilometer. Die beiden werden gleich hier bei mir zu Gast sein bei Humpis der Talk. Danke dir, Chris. Vielen Dank. Bis gleich. Jetzt kannst du dich verpfeifen.